So. Das Problem, wenn 1000 Wege in die gleiche Richtung führen und man sich dann einen verbaut. So, dann holen wir uns mal den Clemens. Nichts passiert. Ich habe keinen Plan, was ich da eingeben soll jetzt gerade. Aber dafür habe ich ja meinen Google Joker. Och, ernsthaft. Da war ich doch fast dran. So. Haben wir doch den Clemens. Da liegst du nun, tot, regungslos. Dachtest, ich wäre unbewaffnet oder was? Du Schwein! Ich lass mich doch von sowas wie dir nicht töten! Tja, Mistviecher! Gehst du mal? Danke. Da sieht man den noch. Dieses hässliche Etwas. Oh, ich hasse diese Giftversion. So. Jetzt kann ich den ganzen Weg nochmal zurück. Ah, oh, ist das schön. Da stelle ich mir eine Frage. Warum führt das hier hin? Ach ja, hier ist ja eigentlich diese... Ach so, okay. Dann passt das schon. Ich habe mich nämlich gefragt, warum kann man hier hin, wenn hier dann ein Loch ist und man dahin lang muss? Na klar. Der Ausgang ist ja eigentlich ein anderer. Und jetzt können wir hier raus. So, jetzt wieder 2F.
Auf dem Weg, da ist sowieso eine Kiste, dann brauche ich nicht die Kiste da hinten zu benutzen. So. Geh ich mal hier lang. Oh, oh. Ach komm, die tun nichts. Da brauche ich auch keine Schüsse verschwenden eigentlich. Es ist immer ärgerlich, wenn es nicht geht. Aber du kommst genau richtig, denn ich mache jetzt etwas, was man nie machen sollte. Ich verbinde Clemens Alpha mit Clemens Epsilon und erschaffe mir den Super Clemens. Eine Clemens-Mischung. Ich finde den Namen irgendwie gerade krass. Und bam! Das blaue Zeug ist weg. So. Soll ich vorher speichern? Nee. Ich habe halt mit diesen beiden, also mit dieser Mischung habe ich halt das blaue Siegel aufgelöst. Also das blaue Zeichen. Und habe nur noch das goldene da drin. Um es hier einzufügen. Hold on, Claire. I'll see. Sind wir wieder in der Antarktis, diesmal mit Chris. Das werde ich wahrscheinlich doch noch brauchen. Ah, stimmt, ich weiß jetzt auch wo. Aber die Antarktis hat sich ein bisschen was verändert. Muss ich jetzt hier raus? Ja, ich muss da raus, gut. Zum Glück habe ich eine Pistole.
Tschüssi! Da ist noch eins. Geh weg, du! So. Jetzt komme ich auch an den Koffer ran, glaube ich. War das hier drin? Ich muss mal gucken. Wenn mir jetzt ein Zombie ins Gesicht springt, dann ja. Nein. Ach, das ist der Raum. Den habe ich ja überflutet. Und das Eklige daran ist, also hier will ich nicht unbedingt sein. Also, es gibt einen Grund. Da ist der Grund. Alter, wieso ist das Vieh so groß? Spinnmutter. Oh mein Gott. Hier war der Zombie drin, glaube ich. Oder? Zombie? Mr. Zombie Man? Nee, das war hier nicht. Okay. Was? Habe ich das übersehen letztens? Oder ist das ein Dory? Erstmal nachladen. Sind die Motten wenigstens weg? Ja, ich höre keine Motten mehr. Oh, ich glaube, hier kommt gleich was ganz anderes als Motten. Und jetzt kann ich endlich hier nachschauen, was hier drin ist. Oh. Ein Briefbeschwerer. Und ein Dokument. Alfreds Tagebuch. 30. Januar. Es gibt einen verschlossenen Raum am Flur. In der Antarktisanlage. Ich weiß nicht, was dort versteckt ist. Aber ich weiß jetzt, wie ich reinkomme. Ich kann die drei Edelsteine benutzen und von denen jeder in unserer Familie einen trägt, als Beweis seiner Abstammung von der Familie Ashford. Das einzige Problem ist, dass ich keine Ahnung habe, wie ich an den Steinen meines Vaters kommen soll. Ich habe es endlich geschafft, in diesen verschlossenen Raum hineinzukommen. Ich hätte mir nie träumen lassen, dass Alexias und meine Geburt von so einem wahnsinnigen Geheimnis umgeben sein könnte. Ich hasse meinen Vater, Alexander. Diesen Idioten. Offensichtlich wurden wir nur erschaffen, um das Versagen unseres Vaters zu kaschieren. Ich kann ihm nie wieder vertrauen. Ich muss mit meiner Schwester die Ehre der Familie Ashford retten. Ich brauche mich vor nichts zu fürchten, solange Alexia bei mir ist. 3. März. Alexia hat dieses Experiment, über das wir geredet haben, am Menschen durchgeführt. Unser nutzloser Vater muss jetzt sehr glücklich sein, denn nun kann er endlich einen sinnvollen Beitrag zur Familie, für die Familie Ashford leisten. Das Einzige, worauf wir achten müssen, ist, dass unser Butler Hamann nichts von unseren Aktivitäten mitbekommt. 22. April. Das Experiment ist fehlgeschlagen. Unser Vater war ja schon immer nutzlos, aber nun hat er sich in ein gefährliches, völlig unkontrollierbares Monster verwandelt. Ja, das habe ich schon kennengelernt. Wir haben ihn gefesselt und in einer unterirdischen Zelle eingesperrt. Doch Alexia scheint einer
Lösung des Problems sehr nahe zu sein. Entgegen all meiner Erwartungen will sie das Experiment nun an sich selbst durchführen. Außerdem glaubt sie, dass sie 15 Jahre im Tiefschlaf gehalten werden muss, um das Experiment erfolgreich abzuschließen. Dank diesen Idioten kann ich meine geliebte Alexia jetzt 15 lange Jahre nicht mehr sehen. Alexia geht nun schlafen und vertraut sich mir vollkommen an. Ich bin jetzt der Einzige, der Alexia beschützen kann. Hier ist noch was? Ja, Farbband. Wow! Das brauche ich jetzt auch sowas von dringend. Und da unten war ja dieser Typ, der Nosferatu, eingesperrt. Das war ja der Vater von denen. Ah, nein! So. Ach komm, nehmen wir die mit. Verpulvern zwar einfach. Wenn wir Zombies sehen, können wir ja so mit Granaten töten. Die Flammengranaten würde ich aber gerne aufbewahren. Deswegen kombiniere ich... Stimmt, die Flammengranaten benutze ich ja hinterher am besten für die Spinne, die wir da gesehen haben. Ich hoffe, ich vergesse es nicht. So, aber eins habe ich vergessen. Also, eins nehme ich noch. Oh, lol. Really? Zurück. So. Eine Sache will ich mitnehmen. So. Und zwar das Messer. Warum das Messer, das werdet ihr noch sehen. Deswegen trage ich es jetzt immer bei mir. Chris, warum guckst du da hoch? Was gibt's da zu sehen? Oh, Alter, was? Was hängt da an mir? Was ist das? Egal, was es ist tot. Ih, sah aber auch eklig aus. So. Verschlossen. Ach, stimmt ja. Der Raum ist ja vereist. So. Warte mal, dann ist der Raum doch da oben. Wo ich einen Zombie vermute. Nee. Wann dann nochmal hier ein Raum? Oder ist er doch da, wo ich vorhin mal war? Wo die Riesenspinne ist in der Nähe? Na, ich glaube schon. Schöne ist, ich kann ja jetzt hier runter. Und darauf. Könnte ich jetzt schon irgendwas hier machen?
Sie einen Kranschlüssel. Okay. Wenn ich einen Kranschlüssel habe, dann geht's hier ab. Den habe ich aber noch nicht. Ach, willst du mich verarschen? What? He's here? Nein, 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 nein. Ah, ich war nicht schnell genug. Tschüss. Wie viel Prozent ich noch hab? Geil, dass ich die Waffe gefunden habe. So. Not that way. Schalter. Ah ja, ich habe was vergessen. Und hier brennt's dann. Okay. Mhm. Okay. Dann muss ich noch mal den Feuerlöscher holen. Denn den habe ich vergessen. Den brauchen wir nämlich. So. Die lechzt nach mir schon. Ah, hier kann ich noch mal rein, bevor ich hier speichere und beende. Speichere? Oh, eh, sind frei. Scheiße. Ich lass den mal rankommen. Kann man nicht mal richtig töten, habe ich das Gefühl. Scheint ein bisschen, na, töten schon, aber, ja. Hier ist noch etwas. Ach komm, nehmen wir mit. Ich untersuche mal den Koffer. Prüfe. Koffer, ein Schlosskind. Was? Claire hat einen Dietrich. Okay, das Ding ist defekt. Können wir also nie wieder nutzen. So, und jetzt speichern. Dieses Areal, wo ich ja jetzt hin kann, das ist das Areal, wo wir wahrscheinlich die ganze Zeit dann sein werden. Die alten Areale brauchen wir ja gar nicht mehr abzuklappern. Thank you.
tu den Koffer mal dahin. Ja, den Feuerlöscher will ich. Ich überlege gerade, Pistole weg oder... Weil ich habe ja noch das Sturmgewehr. Und das. Also tue ich das erstmal, die Pistole. Die Pistole tue ich weg. Die Pistole, die nervt. So. Die Flame Rounds. Nehme ich wenigstens noch mit. Speichern wollte ich ja. Und dann sage ich dann mal ciao, bis zum nächsten Mal. Also ich weiß jetzt nicht, ob ich noch im Stream was anderes dann spielen werde. Mit Resident Evil war es auf jeden Fall. So. Also dann sage ich mal bye, bis zum nächsten Mal.